Na? Na, wieder nichts? Freut mich auf meine Abiturfeier nächste Woche. Hm? Tschüss. Tschüss. Steinhofer. Na, macht das denn noch lange, der Eberhard? Hex hat er mal zu mir gesagt und die Kinder auf mich gehetzt. Ich hab Wasser im Keller. Können Sie nicht mal kommen und sehen, woher das kommt? Später, Frau Pfeiffer, später. Ich habe jetzt keine Zeit. Meine Frau kommt gleich nach Hause. Ja, früher haben Sie mehr Zeit für mich gehabt, wenn Sie von der Baustelle gekommen sind. Naja. Übrigens, was ich Ihnen noch sagen wollte. Der Balke war da. Aber Claudia hat ihn nicht aufgemacht. Er hat wahrscheinlich das Klingeln nicht gehört. Balke? Hm? Wahrscheinlich hat er Arbeit für Sie. Ja, aber erst kommt sie zu mir in den Keller. Von Balke würde ich keine Arbeit annehmen. Menschen, die mit zweifarbigen Schuhen rumlaufen, denen ist nicht zu trauen. Na? Wieder nichts? Wieder nichts. Wie war es denn bei dir? Es war wieder ein hektischer Tag. Es war wieder ein hektischer Tag. Wie kann es in einer Bibliothek hektisch sein? Die Bücher sind stumm und die Leute flüstern. Na komm. Tu dir nicht wieder selber leid.
Ich hab's dir gestern angeboten und ich biete es dir heute noch mal an. Du kannst in der Stadtgärtnerei anfangen. Ich bin Maurer und kein Gärtner. Dann will ich auch nicht der Partei dankbar sein, die mich rausgeschmissen hat und bei der meine Frau eure Verbindung spielen lässt. Verbindung spielen lässt? Stell ihn nicht so an. Cosi van Tutte. Was soll das denn nun wieder heißen? Das ist eine Oper von Mozart und heißt, so machen es alle. Ja, ich aber nicht. Nein, mein Vater setzt sich lieber mit Kommunisten auf Straßenbahnschienen, um gegen die Erhöhung der Fahrpreise zu demonstrieren. Und lässt sich dann aus seiner Partei rausschmeißen. Jetzt ist aber genug, ja? Claudia, bleib hier, wir essen gleich. Ja, nun lauf du nicht auch noch weg. Ich habe einen Job für dich, einen guten. Bestimmt keinen sauberen, wie ich dich kenne. Aber wer wird denn schon an sowas denken? Hör doch erst mal zu, bevor du mir was unterschieben willst. Mach keine Mätzchen, ich kenne dich lang genug. Lange schon, aber nicht gut genug. Oder soll jetzt anders werden? 2 Tage in der Woche sollst du nur arbeiten. Für jeden kriegst du 50 Mark. Spesen extra. In der Woche? 400 Mark im Monat. Was muss ich denn tun für diese fürstliche Belohnung? Deine Tochter spielt wirklich gut. Du solltest sie ausbilden lassen. Mach dir keine Gedanken über ungelegte Eier. Sie wird in Essen Musik studieren. Apropos Essen. Von dort holst du jeden Mittwoch und jeden Donnerstag Kartons und kleine Kisten ab. Die stellst du hier in deine Garage und ich gebe dir telefonisch durch, wo du sie hinbringen sollst. Du fährst mit deinem eigenen Auto. Die Adressen sage ich dir dann. Was darf ich denn transportieren? Das möchte ich schon gerne wissen. Damit das klar ist. Fürs Fragen wirst du nicht bezahlt. Ob Kisten, Kasten, Kind und Kegel, mit Barke fährt man in der Regel. Du schlägst mal wieder die Zeit zu uns, was? Ja, ja, Beamter müsste man sein. Noch dazu pensionierter Beamter wie du. Dann hat man jeden Monat zuerst sein Geld, dann hat man ausgesorgt. Ah, ja. Wie du dir so denkst, hast vielleicht eine Vorstellung. Hast du eine Ahnung, was so ein Gewächshaus kostet? Wenn du dein Leben lang bei der Kripo warst, dann bist du wenigstens im Alter mal ein bisschen Spaß haben, nicht? Herr Steingruber, was wollte denn der Balke? Der Weg an deiner Neugierde, der Hexe. Das hier. Danke. Thank you.
Siehst du, Frank, das haben wir uns ja immer gewünscht, arbeitslos zu sein. Da kann man sich seine Zeit einteilen. Als ich was. Ich fange morgen als Fahrer auf dem LKW an. Die schöne Zeit ist vorbei. Du hast was? Ja. Ist da vielleicht auch was für mich drin? Hast du Klasse 2, dann ist für dich auch nichts drin. Wo ist denn Gabi? Wie geht's deinem Vater? Nicht gut. Ein Löffel für den Frank. So. Und einen Löffel für das Gabilein. Und einen Löffel für Lothar. Und ein Löffel für die alte Pfeife. Na! Komm. Wie geht's ihm denn? Dachsfett müsste ich haben. Aber die rotten ja heutzutage alle Tiere aus. Mit Dachsfett würde ich seine Staublunge schon wieder hinkriegen. Der hat dann sein Leben lang geackert. Wofür? Tust du was anderes? Ach, da bist du ja. Hast dich lange nicht mehr blicken lassen. Ich kann nicht schlafen. Die Vögel hier draußen sind morgens so laut. Geht anderes weiter? Seinen eigenen Atem hört. Da gibt's keine Vögel. Da gibt es nur klares Wasser. Ja? Was macht die alte Pfeife? Ich muss nachher zu ihr, sie hat Wasser im Keller. Für Wasser im Keller. Jahrelang hast du für sie all die schweren Arbeiten gemacht. Was hat sie dir dafür bezahlt? Trinkgeld. Und dabei erstickt sie in Geld. Was will sie denn mit all dem machen? Eines Tages muss ich ja doch mal abtreten. Wenn das Gerechtigkeit sein soll. Alke hat mir ein Angebot gemacht. Für ein Trinkgeld, aber besser als nichts. Balke? Der verdient sich doch beim Abriss unserer Siedlung jetzt eine goldene Nase. Der mischt doch überall mit. Was regst du dich denn so auf, wenn er dabei verdient? Der Stadtrat hat das einstimmig beschlossen. Mit den Stimmen der SPD einstimmig abreißen. Kannst dich ja zum Ortsvorsitzenden wählen lassen, wenn es dir nicht passt. Wirst schon sehen, wie weit du kommst.
ist eine gute Idee. Das mache ich. Ich mache das. Jetzt ist er durchgedreht. Ja, was habe ich denn sicher? Die Abfindung für das Haus, die paar Kröten? Nein, die Häuser müssen weg. Hochhäuser müssen her. Nach oben hin verdient sich auch besser. Manchmal könnte ich eine Bombe schmeißen. Eine Bombe unter all die Ärsche ohne Köpfe. Schreie nicht so rum. Da oben liegt dein Vater und wartet auf seinen Tod. Und gesagt, es wäre besser, wenn eine Bibliothekarin mit dem Studienrat spricht. Papa Steingruber. Grüß Sie. Schön, Herr Steingruber, dass wir uns endlich mal persönlich kennenlernen. Frau Gemahlin kennen wir ja schon. Ja, mein Glas in der Hand, da kann nichts schief gehen. Jetzt geht aber bloß nicht nach draußen, sonst erzählt ihr euch. Abend, Herr Dr. Born. Das ist ja ein Trubel heute. Kaum geboren, schon erwachsen. Haben Sie für Ihre Claudia schon einen Studienplatz? Lausige Zeiten jetzt. Ich hoffe, Rupert einen in Berlin ergattert. Jura. Nein, noch nicht. Das wird von der Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule abhängen. Ach, da machen Sie sich mal keine Gedanken. Ihre Claudia spielt ja wie ein Gott. Besser, Frau Schwinden. Viel besser. Vor Überraschungen ist man nie sicher. Egel? Ich erlebe das täglich in meinem Betrieb. Jetzt fang bitte nicht an, von deinem Betrieb zu erzählen. Wissen Sie, wenn die Männer mal anfangen, von ihrer Arbeit zu erzählen, dann hört das überhaupt nicht mehr auf. Da haben Sie bei mir nichts zu befürchten. Hol mir noch ein frisches Bier. Danke, wird schon schief gehen.
sind die 4 Kisten. Mir sind sie zu schwer. Muss ich was unterschreiben? Die sind ja tatsächlich unheimlich schwer. Was ist denn da drin? Château d'Assou. Grand Cru Classé. Französischer Rotwein, wenn Sie es genau wissen wollen. Aha. Ja, Qualität hat Gewicht. Sie reden zu viel. Gefallen. Dabei war ich gar nicht mal so schlecht. Tagchen. Hat Balke angerufen? Ja, seid ihr denn beide total verrückt geworden? Claudia rennt weg, du fragst nach Balke, als ob es nichts Wichtigeres gäbe. Claudia ist durchgefallen. Kneppe zu, Affe tot, Zirkus pleite. Einfach so. Mach doch nicht so ein Gesicht. Kommt deinen besten Familien vor, ne? Schlimmeres als bei einer Prüfung durchfallen. Mein Gott, jetzt ist der Traum ausgeträumt. Und ich denke, all die Jahre. Lothar, man kann doch seine Neigungen nicht wechseln wie ein Hemd. Machen wir uns doch nichts vor. Ich konnte meinen Neigungen doch auch nicht nachgehen. Ich musste das annehmen, was mir angeboten wurde damals, als ich dich kennenlernte. Mein Gott. Ein Buch über Statik habe ich mir gekauft. Bauführer wollte ich werden. Nicht nur Polier bin ich geworden. Was ist denn mit euch los? Habt ihr die Klingel nicht gehört? Eberhardchen ist tot. Frank ist nicht da. Immer wenn ich eine brauche, ist er nicht da. Nachdem es dem allmächtigen Gott gefallen hat, unseren Bruder Eberhard Szymanski aus diesem Leben abzuberufen, befehlen wir ihn der Gnade Gottes und legen seinen Leib in Gottes Acker. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube.
in der Hoffnung der Auferstehung zum ewigen Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiliget werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herzliches Feiern. Herzliches Essen. Ich habe gehört, Sie sind immer noch ohne Arbeit. Und da wollte ich Sie fragen, weil Sie ja quasi vom Fach sind, ob Sie nicht, bis Sie wieder eine angemessene Arbeit gefunden haben, hier bei uns als Friedhofswärter und Totengräber arbeiten wollen. Bis Sie habe ich eigentlich immer noch Häuser für die Lebenden gebaut, Herr Pfarrer. Sie müssen sich nicht sofort entscheiden. Ich muss erst auch noch mit meinem Amtsbruder und dem Kirchenvorstand sprechen. Ich will Ihnen reinen Wein einschenken. Seit meiner Konfirmation war ich nicht mehr in der Kirche. Meine Frau und ich, wir sind ausgetreten. Unsere Tochter ist nicht einmal getauft. Ich denke, das sollten Sie wissen. Die Toten werden Ihnen das nicht krumm nehmen, Herr Steingruber. Also bis später. Ich rufe Sie in den nächsten Tagen an. An deiner Stelle würde ich die Arbeit annehmen. Wer bist du denn? Ich bin der Bühler. Von drüben, in der Fuhrgasse. Ich habe 30 Jahre diese Arbeit gemacht. Ich kann dir anfangs ein wenig helfen. Ich kenne mich aus. Bin so alt wie das Jahrhundert. Der Pfarrer. Schon in Ordnung. Ja, das Pfarrhaus. Viel zu groß für ihn. Ein Pfarrer muss Kinder haben. Und die hat er nicht. Ohne Kinder ist er kein Pfarrer. Ich muss zurück zu den anderen. Wenn du was willst, Fuhrlangasse. Bühler heiße ich. Bin so alt wie das Jahrhundert. Du, Frank macht Zoff. Siehst du, dass du ihn beruhigst? Alten Mund, das weiß sowieso jeder hier am Tisch, was ich dem erzähle. Kann auch jeder hören. Lass mich los. So, da misch ich da bloß nicht ein. Frank hat das mal wieder mit seinem Bruder. Du stinkst doch von Neid, Junge. Hast du dich denn einmal um deinen Vater gekümmert, als er all die Jahre im Bett gelegen hat? In 2 Jahren hast du ihn 2-mal besucht und jetzt erzählst du Scheiße was von der Erbschaft. Als wenn unser Vater Millionär gewesen wäre. Dass ihr beide euch nicht schämt. Der Eberhard liegt noch nicht richtig unter der Erde und schon streiten sie um das Fell. Häng du dich da nicht rein, du Scheintoter. Mensch, Frank, das den Eberhard jetzt arbeitet. Mund, das ist eine Männerangelegenheit. Gib's ihm. Da seht ihr, wie er ist. Der Erbschleicher. Mensch, Frank, das geht aber zu weit jetzt. Schämen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst dich da raushalten, das ist eine Männerangelegenheit. Und sowas soll in unserem Ortsverein Vorsitzender werden. Eine Schande ist das. Aus der Partei sollten sie ihn rausschmeißen. Da sollte man die Gewerkschaft einschalten. Jawohl, damit er sein Fett kriegt. Halt die Klappe, Häuptlingsstaubige Junge. Du hast doch keine Ahnung. Du denkst doch, Gewerkschaft ist so ein Ding, wo man jeden Monat ein paar Mark reinzahlen muss, wa? Ja. Kanickeverein oder so weit. Du Armleuchter, du hast doch keine Ahnung.
Bleib du mir bloß weg, du Meisterkoch, du. Suppe kenne ich, die ihr gekocht habt. Damit er es genau jetzt weiß, jetzt gehen wir zu dir nach Haus und kotzen dir den Leichenschmaus vor die Tür. Komm, Lothar. Wir bringen Frank nach Hause, bevor er noch mehr Unheil anrichtet. Komm, Frank, komm. Na, komm schon. Was ist los? Schön langsam. Die Jacke. Ich denke, ich wäre besoffen. Ja, aber komm, komm, bleib hier, Gabi. Mach ich denn jetzt bloß ohne Eberhardchen? Gehört zu, wenn ich schon was für dich transportiere, dann will ich auch wissen, was. Ja. Das ist doch kein Grund. Neue Adresse in Essen? Warte, ich schreib sie mir auch. Womöglich so geheimnisvoll. Hör zu, Balke, ich mach da nicht länger mit. Nein, nachher schlittert ihm was rein. Ja, ich fahr ja schon. Schon gut. Wieder. Fass bloß nicht mit an. Aber kennen Sie nicht, drückt das verrückt. Ist das Ihr Wagen da draußen? Hat mir mein Vater zum Abitur geschenkt. Nobel. Ich bin nicht gerade zufällig hier. Mein Vater schickt mich. Wir alle bedauern sehr Claudias Missgeschick. Missgeschick? Na, Sie wissen schon. Mein Vater meinte, ich soll zu Ihnen kommen und ausrichten, Claudia könnte bei uns im Betrieb arbeiten, bis sie einen Studienplatz gefunden hat. So. Meinte Ihr Vater? Ja. Ist ja sehr schön von Ihrem Vater. Nur mich dürfen Sie da nicht fragen, Herr Schwinghammer. Ich will ja nicht arbeiten bei Ihrem Vater, verdammt. Entschuldigung. Ich habe was vergessen. Hm.
Lauf doch nicht gerade jetzt weg, wo es um was ganz Wichtiges geht. Hallo. Frank? Gabi? Da ist einer. Ey, verzisch dich. Bei der Wahl für Frank gestimmt? Hast du daran gezweifelt? Warum fragst du? Ich weiß nicht. Wenn jemand seine privaten Angelegenheiten nicht in den Griff kriegt, wie soll er dann die öffentlichen in den Griff kriegen? Weiber? Die Siedlung ist nun mal nicht mehr zu retten. Der rennt eines Tages ins offene Messer, sag ich dir. Weißt du, wenn du mich fragst, ne? Hat Balke seine Hand im Spiel. Der fährt doch mit seinen Lastwagen die alte Siedlung ab und das Material für die neue wieder an, wenn das kein Geschäft ist. Was hast du noch einmal gegen Balke? Du fährst doch für ihn. Noch dazu mit deinem eigenen Wagen. Ist doch merkwürdig. Der Pfarrer hat dir ein Angebot gemacht. Ja. In dem Sack ist die Schlaude, die du haben wolltest. Namen, einpflanzen, gut angeht. Ja, danke. Du solltest dich so fotografieren lassen. Übrigens, herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Bauschulde meint, die Siedlung ist nicht zu retten. Deine Genossen haben einstimmig für den Abbruch gestimmt. Bauschulde, der alte Menschenjäger, der kann nicht mal. Sag mal, was hast du denn in den Kisten drin hier? Grand Cru Classé? Grand Cru Classé. Mhm. Französischer Wein. Willst du Gabi abschießen? Ich meine, ich weiß nicht, ich finde das nicht so besonders originell. Mit einer fremden Frau im Bett eines toten Vaters. Das geht dich einen Scheißdreck an. Ich kann mit wem ich will. Ja, aber doch nicht ausgerechnet in dem Bett. Hier, pass an. Ich hab dir schon mal gesagt, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich kümmere mich nun aber mal auch um deinen. Du bist mein Freund und Gabi auch. Wenn du jetzt nicht bald deine Schnauze hältst, dann schmeiß ich dir die Kiste vor die Zehen. Mach keinen Quatsch. Da ist Wein drin. Hör auf, Mann! Classé. Scheiße. Das ist doch mein Ding. Und das transportierst du alles für Balke. Balke als Waffenschieber. Wer hätte das geglaubt?
Hätte ich niemals gedacht. Sag mal, wo fährst du das ganze Zeug eigentlich hin? Zu einem Getränkelager. Weißmann heißt der Kerl. Da komme ich mit, das will ich sehen. Bauschulde. Bauschulde muss was garantieren. Komm halt, jetzt kein Gottesdienst, hol Werkzeug, wir nageln die Kiste wieder zusammen. Es war auch ausgemacht, dass Sie die Fahrten allein erledigen. Keinen zweiten Mann. Dafür werden Sie schließlich bezahlt. Bitte. Weißmann ist nicht der Empfänger, er ist der Verteiler. Ja, aber selbstverständlich, Herr Balke. Hey, oh, entschuldige hier bitte. Hier, der Balke. Ja? Ja, natürlich. Alles, wie du gesagt hast. Mhm. Nein, meine. Nein, nicht für das Trinkgeld. Wieso? Du hast vielleicht eine Ahnung. Ich werde Totengräber. Gestorben wird immer. Krisenfester Beruf. Frank hat mich rausgeworfen. Sein Flittchen hat er mitgebracht. Ich soll eine Eberhard ins Zimmer ziehen. Aber das kann er mit mir nicht machen. Hör auf zu heulen. Komm ins Wohnzimmer.
So gehen Sie doch endlich, Frau Steingruber. Und das Weiter soll hingehen, wo der Pfeffer wächst. Zu mir kommt sie nicht, wenn Sie deswegen gekommen sind. Ach, sehen Sie, Frau Pfeiffer, wir haben in unserem Haus keinen Platz und Sie haben doch das große Haus ganz für sich alleine. Ja, ich habe das große Haus. Aber zu mir kommt sie nicht. Die stinkt. Jawohl, die stinkt. Und der Eberhard, der hat Hexe zu mir gesagt und hat die Kinder hinter mir hergehetzt. Aber Frau Pfeiffer, ist doch nicht für immer, nur für ein paar Tage. Die arme Frau weiß nicht, wo sie hin soll. Zu mir kommt sie nicht. Aber liebes Pfeiferchen. Wie komme ich denn überhaupt dazu? Ich kann da alles für sie tun. Ich putz, ich koch, ich halte das Haus in Ordnung. Sie werden bestimmt mit mir zufrieden sein, liebes Pfeiferchen. Komm rein, Kindchen. Komm rein. Komm rein. Pfeiferchen. Hat noch niemand zu mir gesagt. Komm rein. So, das wäre geschafft. Helen? Weißt du, was an den Kästen ist? Na? Pistolen. Ach du lieber Gott. Ja. Du musst zur Polizei gehen. Ja. Das machen Frank und ich jetzt alleine. Ich kann keine Polizei gebrauchen. Die wird mir doch nicht glauben, dass ich davon nichts wusste. Liebe Mama, lieber Papa, ich werde es nicht verstehen, aber ich gehe weg, ich gehe allein, ich weiß noch nicht genau wohin. Sorgt euch nicht und denkt nicht zu viel an das Haus, das ihr über abkassen wird. Denkt lieber an die Abfindung, was ihr damit macht. Eure Claudia. Such sie. Ich kenne solche Fälle zu Genüge. Kein Wunder, wenn junge Leute dieser korrupten Gesellschaft den Rücken kehren. Ihre Tochter war das, was man sauber nennt. Ich verstehe nicht, Herr Doktor. Zum Beispiel, dass man vor jungen Leuten alles in den Dreck zieht. Früher hatte die Jugend noch Ideale. Aber ich bitte Sie, der Krieg war doch kein Ideal. Aber das hat doch niemand gewollt, außer den Engländern in ihrem grenzenlosen Neid auf alles Deutsche. Waren Sie im Krieg, Herr Steingruber? Wir sind Sozialdemokraten.
Seit Generationen. Auch seitens meiner Frau. Ich habe nichts gegen Sozialdemokraten. Es gibt genug unter ihnen, die mittlerweile anständige Deutsche geworden sind. Ich habe mich in meinem Unterricht immer bemüht, diese Zeit etwas anders darzustellen, als von oben gefordert wird. Die Intelligenten, wie etwa ihre Tochter, haben mich sehr wohl verstanden. Was verstanden? Sie sind also Sozialdemokrat. Man hat mich rausgeschmissen. Kommen Sie zu uns. Sie sind ein aufrechter Mann. Wir haben einen Verein gegründet. Er nennt sich vorläufig noch Gesellschaft zur sittlichen und moralischen Erneuerung Deutschlands. Wir verfügen bereits über internationale Verbindungen. Kommen Sie zu uns, Männer wie Sie brauchen wir. Wissen Sie, Herr Doktor... Aber sagen Sie doch nicht immer Doktor zu mir. Meine Schüler sagen immer der Bandwurm. Aber ich lache mir eins ins Fäustchen. Man kann schließlich einen Bandwurm noch so stutzen, wenn der Kopf bleibt, bleibt auch der Wurm. Wir halten bald eine öffentliche Versammlung ab. Wir werden dort unser Programm vorstellen, der Öffentlichkeit sagen, was wir wollen. Ich gebe Ihnen hier eine persönliche Einladung mit. Und das ist für Ihre Freunde, die ich Sie bitte mitzubringen. Da muss es ja wunderschön sein. Ansichtskarten sind immer schön. Oder hast du schon mal schmutzige Hinterhöfe auf einer Ansichtskarte gesehen? Jetzt wissen wir wenigstens, wo sie ist. Man kann sich auch Karten von anderen abschicken lassen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich dachte erst, der Kerl ist vom Himmel gefallen. Aus der braunen Zeit übrig geblieben. Mein Gott, und sowas unterrichtet unsere Kinder. Warum? Man hätte es ihn hören sollen. Kommen Sie zu uns. Hat er denn wenigstens eine Vermutung geäußert, wo Claudia sein könnte? Helen, jetzt hör mir mal gut zu. Ich bin es leid, endgültig laut Claudia nachzulaufen.
rein! Ihr sollt aufmachen! Dieser Blödmann. Aufmachen! Und schlage euch die Tür mit der Axt ein! Aufmachen! Scheren Sie sich endlich weg und machen Sie hier kein Theater. Nein und nochmals nein. Die Gabi bleibt hier. Oder ich rufe die Polizei. Machen Sie doch keine Sprüche. Sie haben ja nicht mal ein Telefon. Sie sind doch viel zu geizig, Sie alter Geizkram. Wenn jetzt nicht aufmacht, passiert was. Schrei nicht so rum, du besoffener Kanacker. Geh da zu deinem Flittchen und lass dir von der die verschissenen Unterhosen waschen. Das war gut, Gabi. Gut gegeben, Gabi. Gib's ihm. Gib's ihm. Immer feste drauf. Diesem Hurenbock. Frank, hör auf, bist du verrückt. Das macht dich doch nicht unglücklich. Schmeiß diesen scheiß Stein weg. Ach Gott doch mal. Warum quatscht der ganze Ortsverband, was für einen sauberen Vorsitzenden sie haben? Komm nach Hause. Wehrlose Frauen bedrohen. Der ist wie sein Vater, der Eberhard. Hex hat er zu mir gesagt und die Kinder hat er hinter mir hergehetzt. Gegen Eberhardchen darfst du nichts Schlechtes sagen. Na, ich weiß ja, Gabi, du kannst ja nichts dafür. Komm weg vom Fenster, damit wir diesen Unmenschen nicht mehr sehen müssen. Mal eine keinen Schnaps. Du machst keinen Schnaps. An den wirst du dich gewöhnen müssen. Wenn du erleben willst, wie die Leute hier den Toten das Geld hinterherwerfen. Ich sag dir, nur Verrückte kommen auf den Friedhof. Danke. Da war mal eine, sie wollte auf dem Grab von ihrem Alten ein Glockenspiel anbringen lassen. Das sollte immer nachts um 12 spielen. Übt immer Treu und Redlichkeit. Weil ihr Alter sie immer betrogen hat mit anderen Weibern. Ich sag dir, das Schlimmste sind die Weiber. Die Witwen. Du wirst den Tod noch hassen lernen. Du wirst den Tod zum Kotzen finden. Aber du wirst die Arbeit hier schön finden. Nur musst du jeden Morgen in der Zeitung die Todesanzeigen lesen. Das ist für dich wie ein Börsenbericht. Du musst immer wissen, ob was für dich dabei ist.
Dorf wie ein Besen aussieht oder ein Scheuerlappen oder ein Scheuerlappen. Mach doch selber! Du weißt doch noch nicht mal, dass in der Küche ein Spülstein hängt. Meine Bluse! Alte Schlampe! Guck nicht so blöd! Geh rein! Ich sag ja immer, wenn die Not am größten ist, der Trost am nächsten. Dass du dich in dieser Rumpelkammer hier wohlfühlst. Mensch, hol bloß die Gabi zurück. Geh hin zu der alten Hexe und sag ihr, dass ich schwer krank geworden bin. Ja, oder lass dir sonst was einfallen. Ich hab sie doch nicht aus dem Haus gejagt. Du bist ein schöner Freund, du. Wäre ich bloß arbeitslos geblieben. Überstunden, Überstunden, sogar nachts trommeln sie einen aus dem Bett raus. Weil eine wichtige Fuhre anliegt nach Bielefeld. Und wenn du dann dein Maul aufreißt, kommt der Boss und sagt, sie müssen mir nicht. Keiner hält sie fest. Wenn es ihnen keinen Spaß macht. Soll ich dir noch was sagen? Die kleinen Unternehmer sind die schlimmsten Ausbeuter, die es überhaupt gibt. Ich arbeite bis zu 70 Stunden die Woche. Und dann noch die Parteiarbeit. Die Genossen auf Trab bringen, damit sie nicht einpennen. Bist wegen der Zeitungsnotiz gekommen, was? Welcher Zeitungsnotiz? Balke ist zum Vorsitzenden gewählt worden. Zum Vorsitzenden der Nordbau AG. Haben sie wieder den Bock zum Gärtner gemacht. Ja. Lass mich mit deiner Siedlung in Ruhe. Sag mir lieber, wie wir das mit den Pistolen an die große Glocke hängen, ehe das wieder jemand unter den Teppich kehrt. Hab ich sie transportiert oder du? Du hast sie transportiert. Ne? Und deswegen glaubt dir auch keiner, dass du mit der Sache nichts zu tun hast. So, jetzt gehen wir zum Majazzo. Wir trinken. Ich habe vorhin Claudia in der Stadt gesehen. Aha. Mit Weißmann. Aha. Aha. Na, Frank, schlechte Laune? Ist dir die Frau von der Fahne gegangen? Kümmer du dich doch um deinen Scheißdreck. Dem laufen sie doch alle weg. Ja, so ist du nicht, ne? Aha. Schütter mal zwei Versöhnungsbierchen ein, wenn man Schätzchen und nicht. Du könntest mir einen Tipp geben. Ja, gerne, wenn ich kann. Komm. Es geht um Claudia. Ah. Soll ich eine Vermisstenmeldung aufgeben oder nicht? Sie ist schließlich volljährig. Wenn sich die Polizei auch noch um Lappalien kümmern wollte, meine Güte, da wäre sie ja rund um die Uhr beschäftigt. Weißt du, Lothar, da gehen Leute abends nur mal schnell ein paar Zigaretten holen und 40 Jahre später kommen sie wieder, um zu gucken, ob ihr Haus noch steht. Weiß der Teufel, was in denen vorgeht. Sag mal, du fährst nicht mehr für Balke? Was fragst du, wenn du es weißt? Aber du weißt hoffentlich, was du für ihn transportiert hast. Das würde mich nämlich auch sehr interessieren. Hey, Bauschulte! Du weißt, dass ich bei der Stadt einen Antrag laufen habe, dass die die Siedlung nicht abreißen. Ich hoffe, du wirst mich bei der Sache unterstützen. Ich möchte nur mal wissen, wer von unseren Genossen aus dem Balke so ein großes Tier gemacht hat. Ganz leicht zum Beklagten machen. Ja, und jetzt? Nein.
Was machst du denn schon wieder hier? Den Bahn für Arbeit ist das. Da kann man sich hier ins Genick brechen. Entweder man hat was runtergetan oder man hat was raufgeholt. Sehen wir uns das mal an. Willst du nicht helfen? Na komm. So. Aber du kannst doch nicht so einfach da runter. Ach, nur hab dich doch nicht. Die da unten liegen, die fressen keinen mehr. Die sind längst beim lieben Gott oder beim Teufel oder wer kennt sich da schon aus? Oh Mann, oh Mann. An deiner Stelle würde ich mal runterkommen. Nachsehen, was da unten ist. Was sagst du dazu? Grand Cru Classé. Bist du Weinkenner? Nee. Zweiter Weltkrieg, Frankreich. Gib dir keine Mühe, Alter. Ich weiß, was da drin ist. Geschehen. Wir können doch nicht da sitzen und Löcher in die Luft starren. Lass dir doch was einfallen, verdammt. Dir fehlt die Geduld, Lothar. Jawohl, Herr Kriminaloberkommissar. Du weißt, wo du die Weinkisten abgeholt hast und du weißt, wo du sie hingebracht hast. Aber das ist nicht viel. Beweisen kannst du damit gar nichts. Alle können leugnen, du hast keine Zeugen. Frank. Also gut. Du hast die Kisten, von denen du glaubst, dass du sie transportiert hast, auf deinem Friedhof in einer alten Gruft entdeckt. Bei Weißmann sind sie also nicht mehr. Bis jetzt wissen wir beide, woher und wohin. Na und? Hm? Falke wird behaupten, er hat vom Inhalt nichts gewusst. Er transportiert, das ist sein Geschäft, ne? Ja. Aber wer steckt dahinter? Wer? Aber Bauschulte. Komm, sei still. Ich sag dir nur, wer die Kisten in einer Gruft versteckt, der wird sie eines Tages auch wieder rausholen. Wir können doch nicht Tag und Nacht Wachen aufstellen. Du mach doch mal Birken in die Hosen. Wir haben ja schon mal so einfallen lassen. Ja, aber bitte bald. Guten Abend. Guten Abend.
Er sagt, das ist nicht wahr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Jugend hier im Saal. Wir freuen uns, dass so viele unserer Einladungen zu unserem ersten öffentlichen Auftreten gefolgt sind. Wir wollen hier eine Alternative zur herrschenden Politik vortragen, wobei ich betonen möchte, dass ich unter herrschender Politik nicht nur jene verstehe, die in Bonn gemacht wird. Ich meine auch die Oppositionsparteien. Meine Damen und Herren, Sie haben sich alle schuldig gemacht am sittlichen und moralischen Verfall unseres Staates, unserer Gesellschaft. Kernpunkt unseres Programms: keine politischen Scheingefechte mehr in Bonn, klare Positionen beziehen. Meine Damen und Herren, in Bonn sitzen keine Politiker, auch nicht in der Opposition. Dort sitzen Leute, die sind mal da, die sind mal dort. Das sind Scheibenwischer-Politiker. Meine Damen und Herren, wir wissen, dass wir Sprachrohr sind einer schweigenden und enttäuschten Mehrheit. Schluss mit den Experimenten an unseren Schulen und Hochschulen. Die Hochschulen müssen wieder Horte wertfreier Forschung und Lehre werden. Und nicht Heimstätten roter Ratten und Schmeißfliegen. Das neue Deutschland steht auf. Das ist also das neue Deutschland. Das ist das alte. Meine Tochter ist mittendrin. Rota, ist das der Mann, dem du die Kisten geliefert hast? Er sitzt am Tisch. Weiß man. Wir können nichts beweisen. Wir wollen das nationale Gefühl und das nationale Bewusstsein des deutschen Volkes stärken. Wir wollen nicht dauernd für unsere Geschichte vor aller Welt im Bücherhändler herumlaufen. Meine Damen und Herren, Schluss mit den Komm, Lothar, lass uns gehen.
Schluss mit diesem Staat im Staate! Denn Ihre Strategie hat doch erst das Ausmaß an Arbeitslosigkeit herbeigeführt. Diese gesamtgesellschaftlich Verantwortungslosen haben doch erst diesen desolaten Zustand herbeigeführt. Sie denken nur an die eigene Freunde! Komm, lass das. Da sind Ihre Noten drin. Sie stirbt. Du sollst sofort kommen. Hast du mir nicht früher gesagt, dass sie so mies ging? Ich glaube, ich mache uns beiden erstmal einen Kaffee. Den können wir jetzt beide gebrauchen. Sie müssen sich um sie kümmern. Sie ist ein gutes Kind. Natürlich, Frau Pfeiffer. Ich habe alles geregelt. Der Eberhard wird sich freuen, dass ich unsere Verabredung so schnell eingelöst habe. Hexe, hat er zu mir gesagt. Zugucken, wie es mit ihr bergab ging. Er hat gesagt, sie soll im Haus bleiben. Den Transport ins Krankenhaus überlebt sie nicht mehr. Es ist alles geregelt. Vor 3 Tagen war der Notar da. Ich musste aus dem Zimmer gehen, als sie ihr Testament diktiert hat. Aber ich weiß, was drin steht. Ich werde alles erben. Sie hat alles geregelt. Ja, Kindchen. Es ist alles geregelt. Sie hat mich zur Universalerbin eingesetzt. Hat sie mir gesagt. Du musst ihren ältesten Sohn benachrichtigen. Ich werde ihm ein Telegramm schicken. Aber erst, wenn sie gestorben ist. Zur Beerdigung soll ich nicht mehr als 50 Leute einladen. Und für keinen darf ich mehr als 20 Mark ausgeben. Du hilfst mir doch dabei. Ja. Es ist alles geregelt. Ich muss jetzt wieder gehen.
Nein. Bleiben Sie. Ich gehe nach oben und ziehe mir was Schwarzes an. Vor 8 Tagen durfte ich mir ein schwarzes Kostüm kaufen. Ist alles geregelt. Ich würde Eberhard sich freuen. Hexe, hat er zu mir gesagt. Und die Kinder hat er hinter mir hergehetzt. So lange allein lassen. Sie ist tot. Was hast du? Meine Alte. Ja, ist kein Meisterwerk, aber sieht wesentlich in guten Nähen. Ja, der kann ganz gut nähen mit der Nähmaschine. Nur wenn es Kurven geben soll, dann gibt es immer Ecken. Sag mal, bist du noch ganz richtig im Kopf? Ich hab euch das schwer übel genommen, dass ihr mich nicht mitgenommen habt. Zu der Veranstaltung, wo deine Tochter Klavier gespielt hat. Aber ich war trotzdem da. Und der Balke hat was damit zu tun. Ich bin nicht so blöd, wie ihr mich haltet. Ich habe in der ersten Reihe gesessen. Sonst wäre der Balke nämlich nicht so freundlich hin und her gelaufen. Und hab meine Gedanken gemacht. Wenn ich in die Gruft runtersteige und die Fahne über die Kisten lege und die kommen und die Kisten holen. Deren ihre Gesichter möchte ich sehen. Billa, du bist ein Genie. Sag deiner Frau, sie soll noch ein paar von den Dingern nähen. Genau wie diese hier. Fahnenstangen brauchen wir auch. Sie soll den Stoff kaufen, ich bezahle ihn hier. Ach, nun fang nicht doch. Das war doch wirklich nur ein Spaß mit der Fahne. Aber deine Idee mit der Fahne, die ist gut. Wir werden was machen. Ich weiß noch nicht was, aber ich verspreche dir, wir werden ein ganz großes Ding abziehen. Ja. Ich muss mit dir reden, Vater. Ah. Ich brauche 10.000 Mark. Oh, mehr nicht? Wenn ich es nicht bitter nötig hätte, würde ich dich nicht darum bitten. Du bekommst so eine Abfindung. Abfindung? Wir können uns nicht mal eine Eigentumswohnung leisten, geschweige denn ein Haus. Lohn für ein ganzes Leben Arbeit. Da kommst du daher und verlangst 10.000 Mark für wen? Für die Leute, für die du Musik machst? Die Leute, die du meinst, leben von Spenden. Deine Mutter und ich, wir haben jetzt weiß Gott andere Sorgen. Das Haus ist futsch. Haben die dich geschickt? Nein. Mir steht das Wasser wirklich bis zum Hals. Wenn nicht bald was passiert, dann bin ich erledigt. Begreif doch.
Sie haben dich geschickt, weil Sie wissen, dass ich hier was entdeckt habe. Hast du was mit diesen Kisten zu tun? Ja oder nein? Antworte! Ich werde dir alles sagen, wenn du mir das Geld gibst. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Und du bist es auch nicht. Claudia, willst du mir drohen? Nein, Vater. Dich warnen. Wer sind diese Leute? Was wollen sie? Was hast du mit ihnen zu schaffen? Ich helfe dir, ich verspreche es dir, aber du musst mir alles sagen. Ich kann nicht. Ich brauche das Geld. Ich muss mich freikaufen. Bitte, Vater. Ich hab das Geld nicht. Was? So blöd. Ja, es war meine Tochter. Das geht mir ja nichts an, aber hat deine Tochter was damit zu tun? Fürchte, ja. Ja, ich bin ein alter Mann, ich habe alles hinter mir, aber wenn sie dann kommen, und das Zeug holen. Und deine Tochter ist dabei. Was dann? Da kann ich dran denken. Hat sie mir ausgesprochen. Den Hintern habe ich ausgeputzt. Ja, es ist ja gut. Echse.
Ich brauche eine Hilfe. Spaß gemacht, in Kasernen einsteigen, Waffen klauen. Ich habe Schmiere gestanden. Das Versteck war zuerst bei Weißmann. Irgendwas ist vorgefallen, dass sie da alles ausgelagert haben. Wurm ist der Kopf. Sie haben ein Ausbildungslager in einem alten Bauernhof im Teutoburger Wald. Nächsten Mittwoch holen sie die Kisten vom Friedhof. Sie wären sicherlich noch länger da geblieben. Aber niemand konnte doch ahnen, dass du Friedhofswärter wirst. Sie trauen dir nicht. Wer holt die Kisten ab? Das werden wohl die Jungs von Teutoburger Wald sein. Was hat Balke damit zu tun? Nichts, glaube ich. Dem ist doch egal, was er fährt. Müsstest du doch wissen. Man kann doch nicht mit ein paar Pistolen einen Staat aus den Angeln heben. Aber Angst verbreiten. Sie haben gesagt, ich kann hingehen, wohin ich will, wenn ich meinen Vertrag erfülle. Ich wusste aber überhaupt nichts von einem Vertrag. Weißmann legt ihn mir mit meiner Unterschrift auf den Tisch. Da hieß es, ich hätte 10.000 Mark Ausbildungsbeihilfe bekommen. Von einem Verein für gegenseitige Lebenshilfe. So tarnen die sich. Noch ein anderes Papier. Ebenfalls mit meiner Unterschrift. Das war eine Selbstanzeige. Da war haargenau mit Ort und Zeit festgehalten, wo wir eingestiegen sind und wo wir die Waffen geklaut haben. Entweder die 10.000 Mark hinblättern oder die Anzeige wird abgeschickt. Sie sind mehr als ihr denkt. Und sie sind viel gefährlicher als ihr denkt.
Quatsch, was die mit den Wachen wollen. Sag dir, die reden nicht nur vom Umsturz. Die wollen ihn auch. Du traust dich noch hierher? Land in dieser Zeit. Was glaubst du eigentlich, wo du hingehörst? Seit Jahren haben wir versucht, dich zu einer Demokratin zu erziehen und jetzt diese Faschisten! Oh. Deinen Wagen. Bleib hier, ich bringe sie weg. Claudia, wohin? Zu Schwinghammers. Kennen Sie die Villa? Komm. Denk dran, hier drin wird nicht geraucht, Leute. Wenn ich zurück bin, erzählst du mir alles. Fertig. Bis auf eine. An der näht man, Alter, ne? Was denn für Fahnen? Ich dachte, Lothar hätte es dir erzählt. Was soll das heißen? Wir haben da ausgemacht, keine Extratouren. Im Krieg, als es nichts zu fressen gab. Da haben wir Wachen aufgestellt, nachts auf den Feldern. Ich habe mal einen erwischt, wie er Kohl fahren wollte. Hör auf, das kennen wir alles schon. Still, es ist soweit. Sie kommen.
Es sind vier. Nein, fünf. Balke ist auch dabei. Wir gehen erst los, wenn die Gruft offen ist. Macht schon, macht doch schon. Also doch bald. So Leute, wir sind soweit. Ich hole jetzt die Kisten rauf. Und bewegt euch, damit wir wegkommen. Also wenn ich los sage, dann springen wir auf. Aber alle zusammen, klar. Die sind fünf. Und wir sind fünf. Die sind jung. Und wir nicht mehr die Jüngsten. Das wollte ich nur sagen. Keine Angst. Du zählst ja für drei. Ich zähle ja für Ötter, du blöder Hund. Komm, beeilen wir uns. Schaffe die Angst nicht. Komm. Jetzt los! Polizei! Siehste, ein einziger Schuss in die Wolken und die ganze Wehrsportgruppe Balke scheißt dich in die Hosen. Komm, wir wollen mit dir reden, steh auf. Diese blöde Schnauze, du! Schmucks aus, Balke. Wer hat dich zum Vorsitzenden der Nordbau AG gemacht? Wer verdient denn da so gut dran? Wer hat ein Interesse daran, dass die Siedlungshäuser abgerissen werden? Wir haben dich hier in der Hand, kannst ruhig drüber reden. Du mich in der Hand, du Würstchen. Holen Sie den Mann nicht an. Haben Sie ein Glück, Herr Pfarrer, dass der Balke Sie nicht mehr anrühren kann. Du, der Frank hat dich was gefragt. Siedlung abreißen und plötzlich dabei verdienen? Ja. Und uns die Häuser unterm Arsch wegziehen. Guck mal, Balke, wenn du uns das sagen würdest, würden wir dich glatt wieder laufen lassen. Eine Hand wäscht die andere. Dem einen hast du die Garage umsonst gemacht, dem anderen die Hauseinfahrt, dem dritten ein paar Fuhren umsonst. Ja. Hör mal. Wenn du dem Fang was singst, dann wissen wir überhaupt nicht, dass du heute Nacht dabei warst. Na? Herr Pfarrer, rufen Sie bitte die Polizei. Polizei? Jetzt hören wir mal gut zu. Wenn ich hochgehe, gehen ein paar von deiner Partei mit hoch. Hast du mich verstanden, Frank? Und du? Du bist ganz klein mit Hut, mein Lieber. Du hast die Kisten transportiert. Und deine Tochter, die steckt in dem Verein mit drin. Wir können ihn doch jetzt nicht einfach gehen lassen. Und was mache ich jetzt mit meinem Fahren? Komm, sag deiner Frau, sie kann Bettwäsche draus machen. Das Unternehmen läuft genauso ab, wie wir es besprochen haben. Genauso und nicht anders. Er ist ein Narr. Er kann kaum schnaufen und kaum laufen. Sei still, Frau! Ich war von Anfang an dabei. Ich will auch am Ende dabei sein. Ja, Moment mal. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, alles, was recht ist, Frau. Gerade aussehen kannst du wie ein Meister. Komm, Lothar, geh mal. Sonst jammert sie noch. Die vier Stangen sind im Schuppen.
Fahrzeuge im Schutzbereich Ost. Die Verfolger, ein VG Pritschenwagen, Gelsenkirchener Kennzeichen, mehrere Personen auf dem Fahrzeug. Das Fahrzeug ist mit Hakenkreuzfahnen ausgestattet. Der Fahrer reagiert auf Haltzeichen nicht. Ich verfolge das Fahrzeug auf der Kulturer Straße in Richtung Ruhrmitte. Bleibe hinter dem Fahrzeug. Das war ein Schuss in den Ofen. Ja, ist ja schon gut. Bitte entfernen Sie diese Fahnen. Endstation, Leute. Ja, nun mal langsam, meine Herren. Warum da gleich Krieg spielen? Nein, wir sind doch keine Nazis. Wir sind ziemlich genau das Gegenteil davon. Wir hatten mit den Fahnen eine bestimmte Wirkung vor. In dem Haus da drin wohnt einer, dem diese Kisten und diese Fahnen gehören. Zeigen Sie mir mal bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein. Ja, Sie weisen sich auch mal bitte aus. Auch das. Menschenskind, Kollege Bauschulte, was machen Sie denn hier? Tag, Herr Brammer. Sie wundern sich sicher über diese komischen Fetzen hier, aber wir sind einer uns ein Schweinerei auf die Spur gekommen. Wir haben diese Kisten gefunden, voll bis oben hin mit Waffen und mit Munition. Und die Spur, die führt hierher in dieses Haus zu einem gewissen Dr. Wurm. Wir wollten keine Zeit verlieren und dem Herrn mal ein bisschen auf den Zahn führen. Herr Kollege, ich glaube Ihnen ja, aber ich muss Fakten sehen. Ja, das können Sie. Bitte. Kommen Sie herunter. Ja. Der Wagen ist sichergestellt. Bleiben Sie beim Fahrzeug. Bitte entfernen Sie jetzt die Fahnen. Ja, Sie an Ihrer Seite ebenso. Wieler, komm runter, alter Gauner. Die Sache ist vorbei. Der alte Mann ist tot. Unternehmers Balke sind einige von unseren Leuten in eine Bestechung verwickelt. Und Dr. Wurm sind gemeinsam als Kopf einer Verschwörung hochgegangen. Waffenschiebereien und einiges andere. Das kann sein, wie es will. Ein Ortsvereinsvorsitzender, der mit Hakenkreuzfahnen durch die Stadt fährt, der ist doch untragbar. Moment mal, ja? Ich bin dabei gewesen. Stimmt genug. Komm, jetzt rede ich, ja? Ihr werdet mir doch nicht unlautere Absichten unterstellen. Ich bin 40 Jahre hier im Polizeidienst tätig gewesen. Wir haben diesen Fahnenzug unternommen, damit die Bevölkerung, die Öffentlichkeit aufhorcht, was in diesem Lande schon wieder möglich ist. Ich habe Frank voll unterstützt dabei. Du kannst sagen, was du willst, die beiden Schreihälse da, die sind geschickt worden. Balke selbst hat uns dabei Hinweise gegeben. Wir müssen das hier diskutieren. Das sind wir dem Leumund der Partei und unseren Wählern schuldig. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso ihr das... Ich verstehe nicht, wieso ihr das unter den Tisch kehren wollt! Hört mir doch mal zu! Wir haben hier eine Personaldebatte angesetzt. Jawohl. Du bist nicht mehr unser Genosse. Richtig. Wer durch die Stadt fährt mit Hakenkreuzfahnen, kann nicht unser Genosse sein. Du musst zurücktreten! Sagt mal bitte, eine Frage. Seid ihr vielleicht mit dem Hammer geschlagen?
Habt ihr nicht gehört, was Bauschulte eben erklärt hat? Habt ihr es nicht kapiert? Hier muss diskutiert werden, warum ein Mann wie Balke Vorsitzender der Nordbau AG werden kann. Genau das muss hier nicht diskutiert werden. Hier muss diskutiert werden, was du getan hast. Jawohl! Ich muss das Ansehen der Partei gestellt. Dann macht ihr eine Partei alleine. Ja, machen wir auch. Das war das letzte Grab. Ich denke, das bin ich dem alten Bühler schuldig. Finden Sie das fair, mir gegenüber? Der Friedhof ist plötzlich so leer. Ich habe den Alten sehr gemocht. Thank you.